Was ist wirklich geschehen Donnerstagnacht vor dem Secret Club in Trier-West? Es gab massive Gewalt gegen Polizei, aber von wem und warum? Das Stadtviertel hat keinen guten Ruf, deshalb wundern sich einige nicht, dass so etwas dort geschehen ist. Ortsvorsteher Marc Borkam ärgert sich über diese Vorurteile. Viele Anwohner machten sich deshalb Sorgen. Dass eben Menschen sagen, jetzt werden wir wieder alles zusammen in einen Topf geschmissen. Nur weil da an der Disco was passiert, heißt es dann nicht wieder, das ist Trier-West. Aber das ist nicht Trier-West. Also das ist nicht typisch für hier. Der Secret Club neben dem Supermarkt werde von Menschen aus ganz Trier und Umgebung besucht. Die Gerüchte seien deshalb nicht gerechtfertigt. Das Viertel sei zwar nicht besonders reich, aber auch kein sozialer Brennpunkt, wie viele behaupten. Das ist ein bunter Stadtteil, sehr vielfältig. Es wohnen viele junge Leute hier, Studierende von der Hochschule zum Beispiel. Wir haben auch viele alteingesessene Familien hier. Wir haben viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die neu in Trier sind. Und diese Mischung, die macht eben auch den Charme dieses ganzen Stadtteils hier wirklich aus. Also ich hoffe mir, dass bald alle wissen, was wirklich passiert ist und was nicht passiert ist. Und dass eben auch der Stadtteil da jetzt nicht runter zu leiden hat unter irgendwelchen falschen Einschätzungen oder Vorurteilen. Wir fragen den Polizeisprecher von Trier, wie es zu der Eskalation kam. Und wir sprechen mit zwei Anwälten, die zwei Tatverdächtige vertreten. Beide Seiten, Polizei und Anwälte, bestätigen, in dem Club habe es zunächst eine Schlägerei gegeben, bei der ein junger Mann verletzt wurde. Der rief offenbar seinen Vater telefonisch um Hilfe. Auch die Polizei wurde alarmiert. Vor dem Club war bereits eine Menschenmenge, die Stimmung erschien aufgeheizt. Deshalb sei direkt Verstärkung geholt worden. Die Polizisten wollten die Lage klären und Unbeteiligte auf Abstand halten. Und dann, ganz unvermittelt, kam ein Angriff auf die Kollegen in dieser, lassen Sie es mich Polizeikette, in dieser Absperrung nennen. Einer der Festgenommenen, der unmittelbar in die Polizeikette hineinstieß, die Kollegen angriff, um durchzubrechen. Wir haben diesen Angreifer zu Boden bringen können. Offenbar war das der angerufene Vater des Verletzten, erzählt dessen Anwalt. Sein Mandant sei zwar bereits wegen Körperverletzung vorbestraft und auf Bewährung, aber habe die spätere Eskalation nicht angeführt. Die Version, die mein Mandant bisher geschildert hat, halte ich insofern für plausibel, als dass es zunächst Videomaterial gibt. Das in zwar nur wenigen Sekunden, aber zeigt, wie mein Mandant doch recht rasch von mehreren Beamten niedergerungen wird. Und dass dann noch mit einem Schlagstock wohl auf ihn eingeschlagen wird, ist, meine ich, darauf zu erkennen. Möglicherweise war diese Aktion dann der Auslöser für diese aggressive Gruppe, dann massiv mit Wurfgeschossen gegen die dort eingesetzten Polizeibeamten loszugehen. Aus der umstehenden Menge von etwa 40 Menschen flogen dann zahlreiche Flaschen, die offenbar aus einem Container genommen wurden. Auch Schaufeln, Besen und offenbar eine Eisenstange von der benachbarten Baustelle wurden geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Aber erst mit zwei Warnschüssen konnten die Beamten die Angreifer schließlich vertreiben. Drei Polizisten wurden durch die Angriffe verletzt, zwei weitere durch das Pfefferspray. Die Polizei Trier geht inzwischen davon aus, dass es keine geplanten Angriffe waren. Also wir gehen nicht davon aus, dass es da eine Verabredung gab, die Polizei dort hinzurufen und sie dann zu attackieren. Sondern das ist unsere derzeitige Einschätzung, eine Situation, die sich entwickelt hat vor Ort, relativ spontan. Für Klarheit sollte auch der Innenausschuss im Landtag sorgen. Bei einer Sondersitzung gestern erklärten Innenminister und Polizeipräsident, dass es mittlerweile 11 zumeist jugendliche Tatverdächtige gibt, alle mit deutschem Pass, eine junge Frau, der Rest Männer. Für die Ermittlungen wurden hunderte Fotos und Videos ausgewertet. Unklar blieb allerdings, was mit den Bodycams der Polizei war. Bisher wisse man nur von Aufnahmen einer einzigen Bodycam und das bei 13 eingesetzten Polizisten. Warum weiß man nicht, wie viele Bodycams im Einsatz waren? Weil eine Ermittlung den Sinn hat, sich die Zeit zu nehmen, um alle diese vielen Fragen zu klären. Und wir können heute auf alle Fälle bestätigen, dass
einmal Filmmaterial von einer Bodycam schon sichergestellt ist. Ob es weiteres Filmmaterial überhaupt gibt oder weitere Bodycams in Einsatz waren, ist etwas, was jetzt erst Zug um Zug, wie viele andere Fragen auch, noch im Laufe der Ermittlungen aufgerollt wird. Warum das bisher innerhalb fast einer Woche nicht möglich war, versteht die Opposition nicht. Wir haben heute viel Betroffenheitsrhetorik gehört, das war zu erwarten, aber es kamen keine Lösungsansätze, wie wir auf das gesellschaftliche Problem zugehen wollen. Ab wann wollen wir denn einschreiten? Nicht zufrieden sind wir damit, dass zum Beispiel der Innenminister noch nicht mal sagen kann, wie viele Bodycams da im Einsatz waren und eigentlich auch einräumen musste, dass die Ausrüstung mit den Bodycams jetzt nicht so schnell vonstatten ging, wie das ursprünglich geplant war. Die Gewerkschaft der Polizei erwartet, dass die Politik jetzt handelt. Wir erleben seit vielen Jahren, dass Menschen aus unterschiedlichsten Gründen glauben, dass es legitim ist, den Staat und seine Repräsentanten anzugreifen, anzupöbeln, respektlos zu behandeln. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo so langsam auch im politischen Raum klar wird, wir müssen dagegen etwas tun. Dass die Ursachen geklärt und angepackt werden, wünschen sich auch die Anwohner in Trier-West. Ich glaube, dass gerade in den sozialen Netzwerken viele Dinge einfach geschrieben worden sind von Menschen, die nicht dabei waren oder nur vom Hörensagen irgendwas glaubten, mitbekommen zu haben. Und ich denke, dass es gut ist, dass jetzt die echten Informationen fließen, dass man das wirklich einordnen kann. Einige Gerüchte scheinen mittlerweile widerlegt. Für die weitere Aufklärung wäre es aber hilfreich, Aufnahmen von mehr als nur einer Bodycam zu haben.